Ganz schön hoch staunten die Wea-Kids bei ihrer Baustellenbesichtigung in der Max-Adrian-Straße 5-7. Und weil der Gebäudekomplex mit seinen 9 und 11 Geschossen einer der wenigen ist, der hier auf dem Datzeberg noch so hoch in den Himmel ragt, dient er auch als Werbeplattform für den Stadtteil. Gemeinsam mit einem Berliner Graffiti-Künstler wurde der identitätsstiftende Slogan »Mein Zuhause Datzeberg« vor wenigen Monaten an die Fassade gebracht. Auf die Frage der Wea-Kids, wie viele Spraydosen denn dafür gebraucht wurden, fand sich vor Ort keine Antwort. Sicher ist, dass die geschätzte Zahl von 7 wohl nicht ganz dem tatsächlichen Farbverbrauch entspricht. Dafür gab es andere spannende Zahlen. Mit Kosten von 4 Millionen € ist diese Modernisierungsmaßnahme das derzeit größte Projekt der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft. Dass hier neben viel Geld auch sehr viel Arbeit drin steckt und wie all die verschiedenen Arbeitsschritte ineinandergreifen, wurde den Wea-Kids vor Ort anschaulich näher gebracht. Ich hoffe, dass wir das auch kindgerecht so rüberbringen. Diese Idee ist auch dahingehend geboren, dass man genau die Gewerke, die jetzt hier bei uns tatsächlich vor Ort sind, dass man den Kindern das halt ein bisschen erläutert und dass sie eben sehen, dass es eben nicht ganz so einfach ist und dass sich die Arbeit nicht von alleine macht. Bauleiter Mario Bartke hat auf der Baustelle seit 8 Monaten den Hut bzw. eher den Helm auf. Vor Baubeginn im März sah der WBS 70 noch ganz anders aus. Da hat sich all die Arbeit doch gelohnt, finden auch die Wea-Kids. Alles liegt im Plan. Neben Plänen folgt solch ein Bau aber auch manch althergebrachtem Ritual, wie das Vergraben einer Zeitkapsel. Die Wea-Kids erfuhren, was alles in eine solche Kapsel hineingehört. Auch die Mitglieder der Kindergenossenschaft durften der Nachwelt einen Gruß hinterlassen. Sie verewigten sich unter den Pflastersteinen des neuen Eingangsbereiches. Wir wollten den Kindern gerne zeigen, wie es auf der Baustelle abläuft, welche Schritte wir auf der Baustelle machen, um jetzt zum Beispiel eine Fassade zu gestalten oder jetzt zum Beispiel die Balkone neu zu gestalten. Wir haben auch gesehen, wie das alles neu gemacht wurde, was sie alles gemacht haben, wie lange die zum Beispiel gebraucht haben. Ich fand's cool, dass sie uns auch erzählt haben, dass sie oben auf dem Dach waren, dass das Haus 40 Meter ist und dass so viele hier sind. Das hat auch Spaß gemacht, hier auf die Baustelle zu sein. Und das war auch cool, dass wir unseren Namen auf diesen Steinen schreiben durften. Auch das eine Maßnahme, die Identität stiftet. Einige Wea-Kids sind selbst Datzeberger, sind hier vor Ort zu Hause. Schon bald sind ihre Vorschläge gefragt, sie fließen ein in die Neugestaltung der Außenanlage.